Die Formel 1 ohne die Scuderia Ferrari? Undenkbar. Seit Gründung der Königsklasse im Jahr 1950 gehört das Motorsportteam aus Maranello fest zum Repertoire. An jedem Rennwochenende stechen die roten Flitzer aus Italien ins Auge. 68 verschiedene Boliden hat Ferrari in den letzten Jahrzehnten in den Wettbewerb geschickt. Doch welcher ist der kultigste? 16 Konstrukteurs- und 15 Fahrertitel pflastern den erfolgreichen Weg der Roten. Eine große Wandlung haben die Formel 1-Boliden der Italiener im Laufe der Jahre durchgemacht. Anfang der 60er präsentierte die Scuderia beispielsweise mit dem Ferrari 156 ein gewagtes Experiment. Die Front des Fahrzeugs erinnerte an ein Haifischmaul, Wolfgang Graf Berge von Trips profitierte von der Neuentwicklung, wurde 1961 WM-Zweiter und half zudem dabei, einen Konstrukteurstitel einzufahren. Im Laufe der Zeit wurden die Boliden schließlich immer flacher und windschnittiger. Mit dem 312 T3 baute Ferrari in der Saison 1978 zum Beispiel ein schnelles, dafür aber auch defektanfälliges Fahrzeug. Drei Siegen standen am Ende 9 Ausfälle gegenüber. Ende der 90er, Anfang der 2000er ist der Hype um den Rennstall am größten. Damals sicherte sich Michael Schumacher im roten Rennwagen gleich 5 Titel, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Doch fuhr der Deutsche auch in einem der kultigsten Boliden der Scuderia Ferrari? Oder ist es eher ein Auto aus der früheren Ära des Rennstalls, das am meisten begeistert? Punkt. Für Eposa, hier geht's zum Voting.